Servus, Sven Helbig wieder hier. Ja, ich habe mir wieder was Neues ausgedacht. Und zwar, ja, wir haben ja schon noch jede Menge Schlagzeugvideos gesehen. Und es gibt natürlich auch noch diverse andere Percussion-Sachen. Und ich habe heute gedacht, ich stelle euch mal so ein paar von meinen Percussion-Instrumenten vor. Na, vielleicht habt ihr auch mal Lust, ein anderes Instrument auszuprobieren. Zusätzlich, also das heißt ja nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Djembe oder Cajon spielen will, heißt es ja nicht, ich lege das Schlagzeug jetzt an die Ecke und spiele da nicht mehr, sondern ich finde, das ist ein Schritt weiter. Ne? Also wenn man am Schlagzeug sitzt und ein bisschen geübt hat und ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann erweitert sich einem auch der Horizont und man überlegt so, was können wir vielleicht nochmal ausprobieren. Ich habe ja auch schon das Video gezeigt mit den Extras am Schlagzeug, dass man da auch mal versucht, andere Stöcke zu nehmen. Irgendwas anderes an Schlagzeug zu hängen, zum Beispiel hier, was ihr hier seht, das ist eigentlich so das Setup, was ich bei meinen Percussion spiele. Das habe ich letztes Mal so ein bisschen an mein Schlagzeug gestellt, dass man sehen kann, was man auch noch alles so integrieren kann. Ne? Und heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal, was man auf der Djembe und auf der Cajon so ein bisschen machen kann. Ne? Das sind eigentlich so die beiden typischen Instrumente, die man als nächstes vielleicht auch mal starten könnte. Dann Congas, wollte ich auch noch zeigen. Bongos gibt es auch noch hier hinter mir, oder da stehen auch noch Bongos. Die sind im nächsten Video dann dran. Aber heute wollte ich mich mal einmal ein bisschen um die Djembe kümmern. Und zwar, ja, ich zeige euch einfach mal, was dabei wichtig ist. Also als erstes, ne, das ist halt so ein Djembe, ist ein typisch afrikanisches Instrument. Aus einem Holz geschnitzt, ne, innen drin hohl. Das ist auch meistens ein Korpus, ein Stück Holz, bespannt mit einem Ziegenfell. Das Fell, die Schnüre sind auch ziemlich stark gespannt. Also dann klingt die Trommel auch, finde ich, relativ gut, wenn das Fell relativ hoch ist und nicht so labberig da drauf ist. Wichtig ist einmal, wenn ihr zum Beispiel die Trommel auf den Boden stellt und denkt, ach ja, jetzt spiele ich einfach mal, dann staunt ihr relativ schnell, ne, wieso der Klang so schlecht klingt. Ne, und zwar einfach, weil ihr, wenn ihr zum Beispiel den Bass in der Mitte spielen wollt, muss die Luft unten rauskommen. Ne, das heißt, wenn ihr, ich zeige ja mal den Unterschied, ne, das heißt, wenn ihr eine Djembe spielen wollt, dürft ihr die nie komplett auf den Boden stellen, sondern ihr müsst die am besten, also es gibt auch welche, die kippen die dann zu sich, so, ne? Aber das hat dann das Problem, denn, die Technik funktioniert dann nicht, weil ihr dann irgendwie so spielen müsst. Und zwar geht es genau in die andere Richtung. Ne? Ihr kippt die von euch weg und damit die nicht hinfällt, nehmt ihr die Füße hier so ein bisschen drumherum, ne? Könnt vorne die Füße ein bisschen zusammennehmen, ne? Und dann kann die auch nicht runterfallen. Ne? Ich kann die hier so nach vorne schieben und die fällt nicht um, weil eben meine Waden unten den Korpus einfach auffangen können. So, ne? So kann die auch nicht hinfallen und kaputt gehen. Ne? Wenn die auf die Seite fällt, ist, glaube ich, nicht so gut fürs Holz. Okay, ein bisschen zur Schlagtechnik. Also es gibt eigentlich drei Hauptschlagtechniken, die man da spielen kann. Und zwar ist es einmal der Bass in der Mitte, den ich gerade immer schon mal versucht habe zu zeigen, wie der Bass einmal klingt, wenn man die nicht gekippt hat. Der Bass in der Mitte entsteht, der Daumen ist immer oben und der Bass entsteht mit dem Handteller, der Handfläche. Die Finger sind so ein bisschen zusammen, ein bisschen leicht angespannt, aber nicht so verspannt, sondern locker angespannt. Und dann trefft ihr das Fell so ein bisschen Richtung Mitte, mit dem Handteller so ein bisschen Richtung Mitte. Und so entsteht der erste Sound, der Basston. Könnt ihr auch erstmal üben, dass ihr erstmal guckt, wenn ihr so einen Djembe vielleicht mal in der Hand habt, dass ihr erstmal versucht, mit beiden Händen den Bass zu kriegen. Zum Beispiel vielleicht viermal rechts, viermal links. Na, da kann man erstmal üben, dass man erstmal guckt, den Ton sauber rauszukriegen. Dann den zweiten Ton, den es gibt, der nennt sich auch Ton oder Open-Ton, sagt man auch manchmal. Und zwar ist das ungefähr die gleiche Spieltechnik. Aber eben nicht in der Mitte, sondern am Rand. Und zwar versucht ihr so ein bisschen mit dem ersten Gelenk hier, wenn ihr von der Handinnenfläche kommt, das erste Gelenk, das erzeugt den Ton. Jetzt eben war der Handteller dran,
Jetzt sind so die ersten Fingergelenke dran. Ne? Und ihr guckt, dass ihr so ein bisschen mit den Knöcheln hier so leicht so in Richtung rankommt. Und ist auch wieder eine leichte Spannung im Handgelenk. Ne? Und der Unterschied ist eben hier Bass. Und Ton. Und der dritte Schlag, den es noch gibt, ist der Slap. Slap ist ein kleines bisschen anspruchsvoller, ein bisschen schmerzhafter auch manchmal, wenn man nicht richtig sauber trifft. Und zwar ist das, ein Slap ist halt mehr wie so eine Art Peitsche. Und zwar entsteht er dadurch, dass ihr jetzt die Finger nicht mehr so geschlossen habt, sondern eben leicht öffnet, ne, die Finger gewölbt habt, locker vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, hier ist es jetzt locker. Also auch die Finger sind locker, ne? Und ihr visiert so ein bisschen hier mit euren Lebenslinien hier den Rand an und die Finger, ne, gehen dann weiter durch die Fliehkräfte und klatschen dann aufs Fell. Ne? Ihr stoppt im Prinzip hier so auf dem Fell, auf dem Rand, und wenn ihr die Finger locker lasst, ich halte die Finger jetzt gespannt, ne? Wenn ihr die Finger locker lasst, dann peitschen die aufs Fell. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, das kann auch wehtun. Also nicht wie volle Kanne, sondern versucht locker, ganz wichtig, locker zu bleiben. Und dann einfach die Finger, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wenn man mit dem Auto vor die Wand fährt und nicht angeschnallt ist. Ne? Und dann schießt man halt so durch die Windschutzscheibe. So ähnlich kann man sich das mit den Fingern vorstellen. Ihr müsst die Finger so locker lassen und dadurch, dass ihr hier vor die Wand fahrt, ne, klatschen die Finger dann vorne einfach aufs Fell. Ein bisschen hartes Beispiel genommen, ne? Aber ne, wichtig ist, dass die Finger locker sind und durch die Fliehkräfte einfach aus Fell peitschen dann so. Ne? Wir können auch den Wechsel versuchen mal zu spielen, einmal eben. Dass man den Unterschied hat zwischen, ne, dem Open-Ton und dem Slap. Ne? Auch mit beiden Händen üben, Bass. Eigentlich, das sind die drei Hauptschläge, die man auf der... Man kann auch solche Tipps machen auf der Djembe, aber so spezielle Sachen lassen wir erstmal raus. Die wichtigsten Schläge, die man machen kann, sind Bass, Ton, Slap. Ja, und daraus entstehen dann die Rhythmen. Den ersten Basisgroove, den man zum Beispiel da spielen könnte, wäre Bass, Ton, Ton, Bass, Slap. Ja, und das meiste fällt auf die rechte Hand, weil das Schema ist durchgehende Sechzehntel. Immer rechts, links, rechts, links. Ne, und da, wo die Schläge kommen, da werden die dann auch mit der entsprechenden Hand gespielt. So ähnlich wie beim Schlagzeug auch, ne? Durchgehend und dann. Ne, aber die Hände laufen einfach weiter. Dadurch fallen fast alle Schläge auf die rechte Hand. Ne, und der Groove ist Bass, Ton, Ton, Bass, Slap, Bass, Ton, Ton, Bass, Slap. Das wäre zum Beispiel einer der ersten Grooves, die man lernen könnte. Ich kann ja mal so ein bisschen mehr zeigen. Dieses mit dem Durchgehenden, was ich meinte, daraus entstehen dann die Grooves. Ich lasse jetzt mal die 16 ein bisschen durchlaufen und baue jetzt mal irgendwo Bässe und irgendwo Slaps ein. Ich habe auch so ein paar Tipps drin. Wenn man durchgehende Sachen hat, dann müssen die nicht immer laute Töne sein. Das ist zu voll, deshalb macht man auch oft mal sowas. Da kann man halt ein bisschen drauf rumledern, so, und das macht halt Bock, finde ich. Ja, das so viel zur Djembe. Afrikanisches Instrument. Und jetzt geht es weiter mit der Cajon. Ja, das ist eine Kiste, auf der man sitzt. Hier auch. Man kann die Cajon einfach gerade auf dem, oder der Cajon, also ja, das ist halt Spanisch. Da ist es eigentlich männlich, aber ich finde den Begriff die Cajon einfach umgänglicher. Ne? Also von daher sage ich immer die Cajon.
vielleicht von die Kiste, ne? Man sitzt auf der Kiste, die Cajon. Ist auch egal, welche Artikel. Und zwar, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, normalerweise sind die ein bisschen holzfarben so. Ich habe mir so eine schwarze von José Pepe Leiva gegönnt. Ich finde, die klingt einfach super. Ich hatte vorher noch eine andere. Die hat mir nicht so gefallen vom Klang. Die habe ich mir jetzt letztes Jahr bei der World Percussion, World Cajon Academy in Heek gekauft. Und ja, bin total begeistert. Die hat halt auch einen super Bass, einen super Snare Sound. Und man sagt auch, das ist ein kleines Miniaturschlagzeug. Man hat hier auch irgendwie so ein bisschen einen Bass Drum Sound. So ähnlich wie man den Bass eben auf der Djembe hatte, hat man den Bass eben hier auch. Auch wieder so ähnlich gespielt. Ne? Aber wichtig ist, dass ihr nicht ganz so tief spielt, sondern eher so ein bisschen, ne, dass ne, eure Hand so ein bisschen hier knapp unter dem Rand liegt. Ne, sonst das gleiche Prinzip wie bei der Djembe auch. Ne? Der Daumen immer ein bisschen weg. Der Bass entsteht durch den Handteller. Und dann eben, ne, ihr habt hier sind so Schrauben und irgendwann hören die auf. Obwohl, nee, man ist komplett geschraubt, aber meistens sind die bis hier verleimt und ab hier geschraubt. Und dann hat man so die Hälfte. Und in der Mitte ist dann im Prinzip hier der Basshorn am besten. Deshalb spielt man auch den Bass hier und nicht hier unten. Hört ihr vielleicht auch, ne? Klingt halt scheiße hier unten der Bass. Das ist der Basssound. Hier gibt es auch wieder was am Rand. Hier ist es eher so, hier spielt man aber so ein Open nicht so richtig, wie bei der Djembe, sondern hier spielt man einen Slap hauptsächlich, aber auch wieder locker. Man lässt so ein bisschen hier die Finger so, auch so drauf peitschen, vielleicht so ein bisschen in Zeitlupe so, dass man so ein bisschen von dem kleinen Finger ausgeht. Ja, und dann ja, was man hier mehr macht, was ich eben auch mit der Djembe auch kurz ein bisschen gezeigt habe, ist, dass man eher so Tipps spielt, ne? Dass man so mit den Fingern die durchgehenden Sechzehntel einfach weiterspielt. Und dann setzt man einfach die Akzente rein mit eben Bass, Slap auf beiden Seiten. Ne? Hier ist es auch so, ich finde es angenehmer, wenn man die eben ein bisschen nach hinten kippt. Ne? Wenn ihr so spielt und dann so spielen wollt, dann kriegt ihr irgendwann einen krummen Rücken. Und dann irgendwann wird es auch im Nacken schwer, wo man denkt, oh, das tut es aber weh. Ne? Von daher, wenn ihr euch einfach draufsetzt, wichtig ist, ihr müsst die Beine ein bisschen auseinander kriegen, damit ihr hier auch Platz habt. Ne? Wenn ihr so sitzt, ne, dann seid ihr hier zu eingeengt. Das heißt, ihr müsst halt schon die Beine ein bisschen auseinander kriegen. Wenn ihr so eine Hose habt, dann müsst ihr die so ein bisschen nach hinten, eine Hose, die labberig ist, dann ein bisschen nach hinten ziehen. Und dann ein bisschen nach hinten kippen. Ne? Dann seid ihr automatisch auch ein bisschen gerade. Dann ist der Rücken gerade, ne? Und ihr seid nicht so nach vorne gekippt. Ne? Und dann eigentlich das gleiche, was ich gerade mit der Djembe schon gezeigt habe, Bass, Slaps. Und dann, man kann zum Beispiel auch den gleichen Groove, den ich da eben gezeigt habe, wäre. Na, da spielt man auch. Kann man die Töne auch so spielen. Ne, und bei dem Slap peitscht man so ein bisschen. Wichtig ist, dass ihr da auch die Finger locker lasst. Ne? Und dann ist das halt wie so ein, ja, einfach ein Peitschen-Sound. Die beiden unterschiedlichen Sounds hier. Ton und Slap kann man sagen, wenn man es auch so haben will wie bei der Djembe. Ja, und dann genau das gleiche Prinzip. Ihr könnt einfach Rhythmen spielen, wo ihr dann zwischendurch Schläge weglasst, wie diesen hier. Ja, oder dann eben. Genau wie eben, dass man wieder die Sechzehntel einfach durchlaufen lässt. Ich mach mal, habe ich hier so ein Schüttelding. Den einen habe ich jetzt gerade nicht hier, aber ich kann dann mal den versuchen. Dass man hier nicht so. Nein, das geht nicht. Ich wollte halt die Fittel so ein bisschen durchlaufen lassen. Kann ich hier mit der Kuhglocke vielleicht machen. Ja. Auch noch. Die hört man wahrscheinlich auf der Aufnahme gleich nicht so gut, weil ich da kein Mikro dran habe. Ne, das gibt es zum Beispiel auch. Man kann eine Kuhglocke auch mit dem Fuß spielen. Ne, einfach eine Fußmaschine an der Kuhglocke. Dann kann man sich selber so ein bisschen die Fitteln mitgeben. Ne? Achso, wenn wir das machen, dann machen wir das andere noch eben. Und zwar, sowas gibt es natürlich auch noch.
Und zwar kann man so eine Cabasa, das ist so ähnlich wie so ein Hyatt-Ersatz, ne? Das, wenn man das in der Hand hat, nennt sich das Cabasa Afouché. Und das kann man aber auch mit, ja, gibt so eine Konstruktion für den Fuß. Kann man auch mit dem Fuß dann spielen. Okay, dann kann ich mal so ein bisschen mehr mit den Füßen Beat geben. Ich hoffe, den hört man auch über das Mikro. Und dann spiele ich einfach ein bisschen, ne, wieder durchgehender. Und dann kommen jetzt einfach nur Bässe oder Slaps irgendwo rein. Könnte ich natürlich jetzt noch stundenlang weitermachen. Ich finde es richtig geil, es macht richtig Spaß, auf den Dingern zu spielen. Ne? Egal ob jetzt Djembe oder Cajon, habt ihr hoffentlich gehört, ne? Dass ich da auch so ein bisschen meine Affinität zu habe. Ne? Ich finde, es macht einfach Bock, auf den Instrumenten aufzuspielen. Ne? Es ist auch ein Schlagzeug, man schlägt auf Zeug rum. Ne? Das ist ja im Prinzip, der Name sagt es ja schon. Ja, mir ging es auch so ein bisschen darum, einfach Technik zu zeigen, dass man einfach so ein bisschen versteht, was macht man, dass man eben nicht so spielt. Ich habe auch sehe ganz oft welche, die Cajon spielen, die spielen halt immer so. Mit dem Bass da unten so, ne? Aber muss nicht, der Bass ist hier oben, nicht da unten, ne? Da unten ist kein Bass. Na, und dann, ich finde der Snare-Sound ist geil. Also das ist eine Snare, das ist eine Bass-Drum. Wie beim Schlagzeug. Ne? Das ist ein Schlagzeug, was man in einer Tasche irgendwie mitnehmen kann. Und man kann da, das kann man sagen, das sind Hi-Hats. Ne? Ne? Boom, tschack, boom, boom, tschack. Ne? Kann man da genauso spielen. Mit durchgehenden Sechzehntel auf der Hi-Hat. Ne? Damit imitiert man die Hi-Hat. Das ist halt ein Schlagzeug to go, würde ich sagen. Ne? Ja, so viel dazu. Also das war einmal Kennenlernen von Djembe und Cajon. Und in der nächsten Runde geht es weiter mit Conga und Bongos. Ne, da sind auch noch welche. Die sieht man jetzt nicht. Ich sitze im Weg hier. Ne? So vielleicht. Okay, dann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen was Neues kennenzulernen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.